Wunderbare Musik, einen herrlichen Unterstützer. Pablo Miró ist da und wird uns die schönste Musik vorspielen. Okay, viel Freude heute. Verdrehen, Fakten unverstehen, dass die Wahrheit ihnen nicht, nicht dient. Oh no, oh no, no, no. Doch wir haben keine Angst, haben keine Angst, nicht vor euch. Solche Angst, dass wir sie verlieren. Na na ni yo, na na ni ni yo, na na ni yo. Sie haben das Sagen, sagen Sie. Widerstand soll keiner wagen, warnen Sie. Überall schleichen sie sich ein, yeah. Und bist du nicht dabei, so bist du der Feind, yeah. No, wie Julian Assange, wie Manning, Edward Snowden. Haben keine Angst, nee, haben keine Angst, nicht für euch. Und ihr habt solche Angst, dass wir sie verlieren. Oh. Tropfen auf Tropfen zerbricht, früh oder spät, jede Schicht, jede Schicht, yeah. No, no, no. Unersättlich gierig im Wahnsinn ihrer Seelen, yeah. Oh, sie lügen und wie sie lügen, yeah. Presse, Wirtschaft, Politik kann man korrumpieren, meinen sie, yeah. Unantastbar fühlen sie, ziehen sie ihre Fäden, yeah. Oh, 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 oh. Doch wir haben keine Angst, singt mal mit, haben keine Angst, nicht vor euch. Nochmal, alle zusammen. Doch wir haben keine Angst, haben keine Angst, nicht vor euch. Nochmal, lauter. Und wir haben keine Angst. Haben keine Angst, nicht vor euch, yeah. Und ihr habt solche Angst, dass wir sie verlieren, yeah. Tropfen auf Tropfen zerbricht, früh oder später jede Schicht, yeah. Jede Schicht, na ne, nun na ne, ne, na na no, yeah, jung und na. Haben keine Angst, nicht vor euch. Alle mitmachen! Und wir haben keine Angst, nicht vor euch. Jawohl! Und ihr habt solche Angst, dass wir sie verlieren. Tropfen auf Tropfen zerbricht, früh oder spät, jede Schicht.
Ich habe noch ein weiteres politisches Lied, bevor ich was nicht so ganz politisch mache, aber den möchte ich noch singen. Ich habe mich mal versucht, hineinzuversetzen in diese Köpfe, die bereit sind, einen, man muss es einfach sagen, die Intelligenz, die Schlauheit, die Scharfsinnigkeit eines Julian Assange, von Edward Snowden, einer Manning, diesen Mut zu haben, den haben sie nicht erwartet. Und jetzt kommt die Brutalität heraus, mit der sie bereit sind, auch in Zeiten der Demokratie, einen Rechtsstaat auszuhebeln, auf Rechte, zivile Rechte zu verzichten. Das war eine Nummer zu viel, das hatten sie nicht erwartet. Und sie wollen die Besitzer nicht nur der Ressourcen weltweit sein, sie wollen nicht nur determinieren, wo Krieg geführt und wo nicht, sondern sie wollen die Wahrheit besitzen, als wenn sie nur ihnen gehören würde. Und wir dürfen sie 20, 30 Jahre später mit diesen Declassified Documentation erfahren, wenn sie gar nicht mehr wichtig und relevant sind. Aber wenn sie zeitnah, spontan, durch Forschen, Recherchieren, durch Schutz der Quellen über eine Plattform, man muss verstehen, das habe ich gerade vor kurzem verstanden, wie wichtig WikiLeaks ist. Und zwar bin ich sehr aktiv im Moment als Südamerikaner, ich bin Deutsch-Argentinier und bin sehr aktiv für Bolivien. Warum? Weil jetzt am Sonntag wird dort gewählt und diese Putschisten verfaulen jetzt schon die Wahlen und sie sind bereit, wenn das nicht gelingt, die Fälschung der Wahlergebnisse, dann werden Bomben gelegt werden in Hotels, wo die Wahlbeobachter sind. Und diese Wahlbeobachter, wenn die Bomben da hochgehen, dann wird das dem Mast, dem Movimiento Socialismus, zugeschoben werden. Und wenn das nicht klappt, dann gibt es einige mutige Whistleblower, die, wie jetzt, gestern habe ich ein Video bekommen von einem Soldat in Bolivien, der sagt, wir lernen gerade zu schießen auf Menschen, trainieren, weil wenn das alles nicht klappt, dann sollen wir auf die Menschenmassen direkt schießen. Mit Munition aus den USA, mit Waffen aus dem Bolivar, er beschreibt technisch die Patrone, die Bolivien nie gehabt hat. Und diese Nachrichten zu dokumentieren, das schafft man nicht ohne WikiLeaks. Warum nicht? Weil ich habe zwei Quellen bekommen, die habe ich der Heike Hensel, der Linken, zugeschickt, die wunderbar mitmacht, und vielen anderen, Telesur, Informationsnachrichtagentur Südamerika. Warum funktioniert das nicht, wenn man nicht WikiLeaks hat? Weil alle sagen können, naja, wer weiß, woher du diese Quelle hast, wer das wohl gesagt haben mag. Natürlich, diese Quellen können nicht ihren Namen geben, weil sonst kommen sie an die Mauer und werden erschossen. Ich habe auch wir haben eine Nachricht bekommen über diesen Plan, der jetzt gerade stattfindet in Bolivien. Und auch da ist die Quelle nicht natürlich bekannt gegeben. The Morning Star, ihr könnt in The Morning Star Tolles sehen über einen Whistleblower-Bericht, aber The Morning Star, Ben Checo ist der Journalist, damit ihr wisst, worum es geht, hat mir mit persönlich geschrieben, ich kann dir leider die Quelle nicht verraten, weil sonst ist diese Person dran. Und deshalb ist WikiLeaks so wichtig, weil WikiLeaks wird zur Gewährleistung der Quelle oder den Namen anzugeben. Deshalb ist es wunderbar, was Julian Assange kreiert hat. Und es ist wirklich ein Dorne im Auge dieser ganz Mächtigen, weil er kämpft für die Freiheit der Nachrichten und der Wahrheit. Es geht gar nicht um die Freiheit von Julian Assange, meine Damen und Herren. Es geht um die Freiheit der Wahrheit. Die Freiheit der Wahrheit, dass wir die Wahrheit rechtzeitig erfahren. Gut, ich spreche nicht mehr, weil die Sprecher gibt es. Ich soll ja Musik machen, also mache ich Musik. Ich habe mich da hineinversetzt in die Köpfe dieser Leute. Wie denken diese Leute? Und zwar... Nun habe ich ein paar Millionen endlich geerbt. Wo soll ich investieren? Welches Rezept? Doch meine guten Freunde wissen es schon längst, langjährige Erfahrung in Ost und West. Denn da, wo Blut fließt, das ist wie Goldrausch. Da, wo Blut fließt, hält sich das Gewissen raus. Denn da, wo Schmerz fließt, das ist wie Goldrausch. So leicht war es noch nie. Im Namen der Demokratie. Musik.
um Diamanten geht oder um Waffentrade, Söldner vermittle ich gern in nah und fern. Ausreden finde ich leicht, man schaffe Krisenzeit, man verfeinde schnell und breit. Ganze Regionen durch Religionen, Länder, wo Blut fließt, das ist wie Goldrausch. Da, wo Blut fließt, hält sich das Gewissen raus. Da, wo Schmerz fließt, das ist wie Goldrausch. So leicht war es noch nie. Im Namen der Demokratie. Hey, 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 hey. Manipuliere die Meinungsfreiheit. Journalisten sind nicht erwünscht. Jeder hat doch einen Preis. Diplomaten, Militärs, zahle ich ihren Preis. Es ist wie Shopping gehen, Koffer statt Portemonnaie. Letztendlich ist der Profit phänomenal. La, da, da, da. Vielleicht war es noch nie im Namen der Demokratie. So, so. Es geht einfach um die Leidenschaft, dass wir hier sein können, dass wir uns für Julian Assange einsetzen können, dass unser Herz, unsere Seele, unser Blut, unsere Energie nicht loslassen wird. Wir müssen beharren. Beharren sind die Tröpfen, die Tropfen, die dann den Stein letztlich spalten. Und da habe ich ein Lied für diesen Mut geschrieben. Das geht so. Alles dumpf ist, dicht und fett wie Sumpf, und alles schmeckt so fad, und alles ist so kalt. Oh, 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 yeah. Na, ne, da, na, na, da, hey. Schau doch wie klein, wie dumm und gemein, alles hier sich dreht, alles verweckt. Gib mir schnell deine Hand und lass uns hier raus. Das Spiel ist längst nicht vorbei. Das Leben ist wie das Meer, es schäumt und es strömt frei durch diese Welt. Hey! Warten, wie lange noch? Und köstlich unsere Zeit und alles steht bereit. Komm, sei nicht feig, zeig mir deinen Mut. Mittelmäßigkeit macht uns dick und arm, macht uns bloß dick und arm. Komm, gib mir schnell deine Hand und lass uns hier raus. Draußen sind wir zu Haus. Das Leben ist wie ein Traum, ein Spiel überm Zaun. Und schon kann alles sein. Das Leben ist wie ein Traum, ein Spruch überm Zaun. Und schon kann alles sein. La da da hey, na na di na na de. Und mein letztes Lied noch. Das ist mein Dank an Julian, mein Dank an all diejenigen, auch an uns, dass wir nicht resignieren. Julian ist für mich einer der größten Helden unserer Zeit. Es ist unglaublich. Er ist einer der größten Helden unserer Zeit. Es ist uns glaublich, dass die Täter, die giftigen Täter,
immer sofort den Finger rausstrecken, um den anderen anzuzeigen. Und der Täter wird angeblich zum Opfer. Sie wollen das immer wieder verdrehen. Das ist immer wieder das Spielchen. Das ist schon eine Masche, eine Methode. Aber keiner kann uns weismachen, dass die Schuldigen genau die anderen sind. Das heißt, im Grunde genommen müsste man sich das so vorstellen. Julian Assange befindet sich in einzigen freien Raum. Und die anderen, die da eingesperrt haben, die sind im Gefängnis unterm Himmel, aber sie sind verdammt von uns. Dieser Himmel ist die Verdammung dieser Menschen, die ihn eingesperrt haben. Bueno, und ein Dankbar-Lied für dich, Julian. Vielleicht siehst du es irgendwie. Wir sind alle hier, wir werden mehr werden. Wir werden durchhalten, bis du in Freiheit wieder gerätst und kommst. Und deshalb dieses Lied, Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos. Madre más eternas y luz alumbrando la ruta del alma en la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando abro el fondo de tus ojos claros, cuando miro al fondo de tus ojos claros, cuando miro ese amor así. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, yeah. Gracias a la vida, yeah. Gracias a la vida, gracias a la vida. Julian Assange. 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 Julian Assange.